Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, machen wir uns bewusst, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Geborgenheit bei Gott ist ein Wunsch und auch eine Erfahrung vieler gläubiger Menschen. Gleichzeitig ist eine der meistgestellten Fragen angesichts von Not und Leid, wo ist Gott denn da? Ob in der persönlichen Begegnung mit Krisen, Krankheit, Tod, ob beim Blick auf die Weltnachrichten mit Gewalt, Naturkatastrophen, Armut oder mit der derzeitigen Pandemie, die Frage steht im Raum, wo ist Gott jetzt? Auch Jesus wurde diese Frage von seinen engsten Freunden gestellt. Wir werden im heutigen Evangelium von dem Sturm auf dem See Genezareth hören, der die Jünger Jesu in Todesangst versetzte. Sie hatten aus dem Blick verloren, dass Jesus mit ihnen im Boot war. Jesus Christus ist auch im Wort und Sakrament, auch in der Gemeinschaft, in unserer Mitte. Wenden wir uns ihm jetzt ganz zu. Herr Jesus Christus, du bist ganz eins mit Gott, deinem und unserem Vater. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist uns überall nahe. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung und unsere Kraft. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, dein Name ist Ich bin da. Doch du scheinst uns oft verborgen. Unsere Nöte und Fragen, unsere Ängste und Unsicherheiten meinen wir mit uns selbst ausmachen zu müssen. Lass uns wenigstens im Nachhinein erkennen, dass du mit uns warst, dass du unseren Weg begleitest und bewahrt hast. Hilf uns in diesen Tagen durch dein Wort neue Perspektiven zu finden und unser Leben neu anschauen zu können, damit wir an den Krisen und Schwierigkeiten des Lebens nicht zerbrechen. Denn den Mutlosen gibst du Kraft, den Kraftlosen schenkst du neue Stärke. Darauf vertrauen wir mit Christus, deinem Sohn, der durch den Tod zum Leben gegangen ist und mit dir lebt in Ewigkeit. Amen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß. Weg einige andere Boote begleiten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass er sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag innen im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf,
drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Angst und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, hab keine Angst. Das hören wir von unserer Kindheit an und es ist so einfach zu sagen. Aber ist es möglich, ohne Angst zu leben? Das Wort Angst kommt aus dem lateinischen Wort angustia und bedeutet Enge. Das bedeutet, jemanden zu erwürgen. Da bekommt man keine Luft mehr. Die Angst schnürt einem die Kehle und die Seele zu. Es wird einem alles zu eng. Die Angst macht mich unfähig zu handeln. Ja, sie kann sogar krank machen. Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Dieser Appell tritt 100-mal im Alten Testament sowie etwas über 40-mal im Neuen Testament auf. Also müssen wir uns wenigstens einmal am Tag sagen, dass wir nichts zu befürchten haben. Und Gott sagt uns, dass wir uns vor keiner Person, keinem Umstand oder einem geschaffenen Gegenstand fürchten müssen. Gott liebt uns und sorgt für uns. Gott ist mit uns und beschützt uns auch in Zeiten des Leidens oder der Not. Hab keine Angst, auch wenn du siehst, dass unser Gott schläft. Heute haben wir ein sehr seltenes Geschehen im Evangelium gehört, den Schrei der Menschen vor dem schlafenden Gott. Mitten im strömlichen See erkennen die Jünger Jesu die bevorstehende lebensbedrohliche Gefahr. Obwohl sie Fischer waren und jede Ecke des Sees kannten, fanden sie keinen Ausweg und hatten Todesängste. Als letzten Zuflucht weckten sie Jesus vom Schlaf und riefen ihn Angst: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Alle Evangelisten berichten mehrmals über Jesus, der am Abend allein auf dem Berg ging und die ganze Nacht im Gebet mit dem Vater im Himmel verbracht hat, als die ganze Welt schlief. Alle erfahren dort immer einen wachenden und betenden Jesus. Aber in Sturm, in tobender See, zwischen Angst und Geschrei, ist er ein Schlafender, so wie ein Säugling in den Händen der Mutter oder des Vaters schläft und sich geborgen fühlt. Woher bekam er diese Kraft und diesen Mut dafür? Jesu Tadel des Sturms spiegelt auch den starken Tadel wider, den er verwendet, wenn er Dämonen austreibt. In jeder Situation ist die Macht und Autorität Jesu ein Zeichen seiner Göttlichkeit. In der Tat bleiben die Jünger am Ende des heutigen Evangeliums Fragen über die Identität Jesu. Sie sehen vor sich einen Mensch, der mit der Autorität und Macht Gottes handelt. Die Unsicherheit der Jünger über die Identität Jesu ist ein wiederkehrendes Thema im Markus-Evangelium. Dieses Evangelium ist ein Metapher für unser Leben. Wir befinden uns im Boot, die Ströme des Lebens toben um uns herum. Und wie die Jünger glauben wir, dass Jesus unbeteiligt ist oder schläft. Wir hören, dass wir mit Jesus so vertraut sind wie seine Jünger. Wenn wir spüren, dass Jesus schläft, fühlen wir uns dann wohl? Möchten wir denn Jesus wecken und ihm unsere Bedürfnisse darzustellen?
Jesus tadelte seine Jünger nicht, weil sie ihn geweckt haben. Stattdessen rügte er sie wegen ihres Unglaubens, wegen ihres Perspektivmangels. Sorgen und Ängste gehören zum menschlichen Leben. Jesus lehrt uns jedoch, dass wir uns nicht von Sorgen und Ängsten verzehren lassen dürfen. Jesus lehrt uns, dass unser Glaube uns dazu bringen sollte, auf Gottes Schutz und Liebe zu vertrauen, egal wie stark der Wirbelwind um uns ist. Wie die Jünger können wir unsere Ängste und Sorgen in Gebet zu Jesus bringen. Jesus wird unsere Hilferufe hören. Er weiß, dass unser Glaube zerbrechlich sein kann, und er wird sich dafür einsetzen, unser Vertrauen auf Gott zu stärken. Wenn Sie sich als Familie versammeln, lassen Sie jedes Familienmitglied für etwas beten, das Sie beunruhigt. Sprechen Sie darüber, wie wichtig es ist, Ihre Sorgen und Bedenken mit Gott zu teilen. Wenn wir das tun, lernen wir, unsere Anliegen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte noch einen kurzen Gedanken anfügen. Das Bild von dem kleinen Schiff auf dem See, das von Wind und Wellen bedroht wird, ist immer wieder auch als Bild für die Kirche verwandt worden. Und wir müssen ganz nüchtern sagen, das Schiff unserer Kirche wird in diesen Tagen ziemlich stark von Wind und Wellen bedrängt. Da ist es gut zu wissen, Jesus ist mit im Boot. Er ist der Haupt der Kirche. Er ist in unserem Schiff der Kirche auch heute da. Darum brauchen wir nicht versagt zu sein, wenn in der Kirche etwas geschieht, das uns beunruhigt. Jesus ist da. So können wir im Vertrauen auf ihn und im festen Glauben zuversichtlich unsere Fahrt fortsetzen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die ganze Schöpfung erneuert und geheiligt im Opfer deines Sohnes. Bleibe bei uns in aller Gefahr und versage uns nie deine Hilfe. Lass uns in dir geborgen einst die Fülle des Heils erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch, er bewahre euch vor Unheil und Schaden. Eröffne eure Herzen für sein göttliches Wort und bereite sie für die unvergänglichen Freuden. Erlasse euch erkennen, was zum Heil dient und führe euch auf dem Weg seiner Gebote zur Gemeinschaft der Heiligen. Das gewähre euch und allen euren Lieben der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lieber Johnson, lieber Annegret, lieber Gregor, euch ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott für diesen Impuls.
Und für Sie wieder der Hinweis, dass auch in der kommenden Woche ein Podcast auf Sie wartet, hier auf der Internetseite, dann gestaltet von Pater Bala. Bis dahin machen Sie es gut, alles Liebe und Gottes Segen.